Ja, wir sind im Forum Gomsi ein bisschen durchgelaufen. Jetzt haben wir den German Jossen getroffen. Und er hat ganz etwas Spezielles hier am Stand bereit. Um was geht es hier genau? Also hier geht es um das Thema Safran. Und Mund ist eigentlich seit Jahren bekannt, genau wegen dem Safran, wegen der Safran-Kultur, weil wir das seit Jahrhunderten pflegen. Und jetzt eigentlich seit dem 1979 als geschlossene Gesellschaft versuchen, uns zu weiten, uns zu bauen, zu erhalten. Jetzt im Hintergrund sieht man da ein paar Blumen. Wie macht ihr das Safran? Ja, das macht die Natur. Das sind ja so Knollengewächse. Die blühen die im Oktober, aber natürlich passiert das ganze Jahr etwas an den Pflanzen. Zum Beispiel jetzt gerade ist die Phase fertig, wo ich die Zwiebeln, das Wachstum von der Zwiebeln abschließend. Die Zwiebeln wasche ich trennend. Die bleiben jetzt ca. 3 Monate ewig in der Erde. Da passiert jetzt nichts mehr. Also ich anfange Mitte August ca. fängt die anfangen Wurzeln schlagen. Und dann geht das bis also Mitte Oktober, wo der Gwendli die Hochernte ist, wo die Blumen rausstoßen und mit dem Wichtigsten drin, mit den Narben, die dann das Gewürz vom Safran gibt. Jetzt habt ihr hier mehrere Produkte vorbereitet. Was habt ihr hier alles auf dem Tisch? Also wir haben natürlich etwas, was fast am beliebtesten ist, der Safrankäse. Der wird in Mund selber produziert, ist auf ca. 1400 Meter hoch und höher ist das Fee, das die Milch reicht. Und das merkt man am Käse auch. Er ist flott würziger. Und man merkt natürlich auch eine gesunde Mischung mit dem Safran. Es ist sehr ein eigener Geschmack, aber sehr angenehm. Jetzt habt ihr hier ein Brot. Wie macht man das mit dem Brot und dem Safran zusammen? Also das Brot, da bin ich jetzt nicht der Spezialist, wie ich das mache. Das wird in lokalen Bäckerien gemacht. Wir haben mehrere Bäckerien hier. Es machen praktisch alle ein Produkt mit Safran. Es ist die Leute, die meisten, die es nachher kaufen und probieren, sagen, das ist ausgezeichnet. Aber es ist natürlich ein bisschen teurer als normales Brot. Aber es ist wirklich auch etwas Wunderbares. Jetzt hier aber kann man sicher eure Rückmeldung. Was geben die Leute hier vom Forum Gomse so mit für Rückmeldungen zum Safran? Also Safran ist natürlich etwas, was die meisten Leute faszinierend. Die meisten, die hier kommen und kennen das Thema. Aber es sind jetzt schon Leute von der Russ hier gewesen, die sehr, sehr interessiert sind. Und da kann man sich eigentlich, ja, man kennt die stundenlang, aber ein Haufen sind wirklich fast bis einer halben Stunde hier im Stand und diskutieren und lernen sich informieren. Und meisten sagen, ich bin schon mal gewesen oder ich komme hundertprozentig einmal, dass die Tiere besuchen und die Kulturen anschauen kann. Wir haben sogar jetzt Leute, die schon sich für Vierungen angemeldet haben. Im Herbst haben wir sehr viele Vierungen, weil die Blüten voll da sind. Und das ist natürlich für uns sehr gut.